Lass mal ein Challenge-Level spielen. Lass mal oben hier ein Challenge-Ding machen. Was ist das hier? 45 Sekunden. Okay. Oh, natürlich geht's da weiter. I can save this, it's fine. It's totally fine. I'm not on fire. You're on fire. Wie war das? Der Schwierigkeitsgrad bei 1 Star, richtig? Okay. Guck mal, was die andere ist. Ups, das wollte ich nicht. Nju, was ist das? Normal. Okay. Oh, what the fuck? Oh boy. Oh cool, ich krieg einen Super Lolli. Let's go. Okay. Hey, sogar eine Zielzeit. Schwertschatz, okay. Schwing die Klinge. Actually super langsam, wenn ich das mache. Das ist actually schneller. I'm so bad. Ja, yeah, hast schon gedacht. Also du willst definitiv nicht diesen Wirbeldings machen, weil alles slowt halt, aber die Zeit läuft halt weiter. Ist irgendwie, Sind hier schon wieder irgendwelche Secret-Dinger, die ich noch nicht gesehen habe? Hier, maybe? Aha.
Bossfight später? Treppenstopfer. Oh yeah, let's go. Meine Lieblingsfähigkeit so far. Ah, obwohl, der Kreis ist auch cool. Aber das hier ist einfach next level stupid. I love this. Oh Gott, das hier ist quasi Puzzle City, oder was? Wie rum stehe ich? So rum. Das heißt, ich muss die nach da... Oh Gott. Das ist... Okay, okay. Moment, Moment, Moment. Ich muss den... No, no, no. Lass mich. Okay, okay. Ich muss das nach da. Okay, jedes muss auf einem Ding stehen. Jetzt check ich das. Okay. Du nach da. Du nach hier. Du nach hier. Der nach hier. Got it. Next one. Oh boy. Das ist, glaube ich, dumm. Oh Gott, das musst du später machen. Oh Gott, really? Welche Schwierigkeit hatte das? Okay, let's think about this. Die muss, glaube ich, nach da oben. Passt die da durch? Nein, weil die da im Weg steht. Okay, what the fuck? Ich muss das nach hier drüben. Du musst all the way hier rüber. Was nicht geht, weil Fett St. McGee hier im Weg steht. Ja, ich weiß. So, du noch da. Ja, und selbst dann komme ich da nicht durch, weil du musst jetzt zuerst mal hier rein. Und dann muss ich den hier rausziehen. Und dann muss ich das hier wieder einpacken. Und hoffen, dass ich da jetzt mit meinem fetten Arsch durchkomme, was ich nicht passt. Das heißt, ich muss wieder raus. Gut. Let's do this. Ich habe am Anfang überhaupt nicht verstanden, wie das funktioniert, aber jetzt habe ich's. So. Na, das ist der falsche. Okay, das war ein bisschen doof. Ich weiß zwar noch immer nicht, wie ich das letzte Level da mache, aber da habe ich jetzt 2 Minuten für Zeit, das rauszufinden.
Okay. Let's see. Was ich auf jeden Fall machen kann, ist das hier. Das schadet nicht. Das Problem ist nämlich, dass ich den da oben reinpacken muss. Dann nimmst du dir den, packst den da oben. Dann nimmst du dir den hier. Die ist ganz nach drüben. Brauche ich nur noch den nach links schieben und dann hochklettern. Und dann schreien, weil noch ein Level kommt. Okay. Ich dachte, da kommt das noch eins. Das war nice. Das war richtig nice. Gott, Bestzeit 2:04. Zielzeit 1:45. Nope. Nope. Nope, nope, nope. Nicht jetzt. Später vielleicht. Aber ich krieg eh nichts dafür, dass ich die Bestzeit habe, außer halt mehr Dings, mehr Münzen. Dann gehen wir ins nächste Level, oder? Hier hatte ich alles, ne? Ja, du hast ein rotes Ding, das heißt, wir haben alles. Das haben wir gemacht. Betoninsel. Gut, ich mach den Soundtrack so. Ich weiß nicht warum. Ich weiß nicht, was es an diesem Soundtrack ist, aber der Anfang alleine schon, dieses dünn, dünn, dünn. Hm, da ist ein Ball. Wem spielen wir denn den Ball zu? Okay, tschö, Seerobbe. Ah! Wo kam das Ding denn her? Hm, hier ist nichts. Andere Seite? Auch nichts. Lass mal die Fische hier verscheuchen. Ich weiß zwar nicht warum, aber why not? Oh, ich muss Kram einsammeln. Okay. Ich habe zu spät reagiert. Ich bin der Meinung, das ist ein Power-Up. Warum wollt ihr alle plötzlich irgendwas von mir? Lass mich in Ruhe. Ah, ich wollte die Power nicht ablegen. Ja, hip. Oh, okay, maybe sollte ich die Steuerung vielleicht doch mal umlegen, weil irgendwie geht mir das jetzt auch nach 2,5 Stunden noch nicht in den Schädel, wo die Buttons sind. Okay, so, wir haben 3. Baku! Okay. I like this one.
mein Power-Up hier, maybe. Noch rum, aber ich glaube fast nicht. Nee, natürlich nicht, okay. Da kann ich nicht hin. Ich glaube, hier ist nicht mehr viel. Okay. Checkpoint. What is this? Nein! Okay, was ist das? Okay. Ah, okay. Keine Ahnung, wie ich damit Schaden mache, aber okay. Komme ich hier einfach aus der Seite raus? Nee, okay. Ich sollte vielleicht nicht direkt da reinspringen. Okay. Ah, die Dinger befördern dich automatisch nach oben, oder was? Nee, tun die nicht. Warum leuchten diese Früchte so? Oh, okay. Hier ist nix. Was haben wir hier? Auch den Gacha-Dings? Die nehme ich mit. Yep. Bon. Achso, du bist nicht tot. Bitteschön. Ich verstehe immer noch nicht, was Grüße Seevögel ist, aber wir werden es wahrscheinlich rausfinden. Wo will ich hin? Wahrscheinlich überall. Also hier, du versteckst dich. Ja! Nein! I failed! Nein! Okay, Spiel. Irgendwann ist gut. So, verstecken. Haha! Got it! Wait, close enough. Wie komme ich da hoch? Oh nein, what is this? Was? Oh. Ah. Ah, cool. Oh, hierfür braucht... Nein, nicht... Ich lerne es irgendwann. So, das sind alle davon. Das gibt mir ein Waddledee. Da. Das ist ein cooles Level bisher. So, Waddledee Nummer 2. Ich schwöre. Nee, es ist glaube ich, der Punkt gekommen, wo ich... Moment.
Ich kann einfach den Button hier drücken, um mein Power-Up loszuwerden. I can. Das heißt, ich brauche nicht mal den Button hier gedrückt halten. Cool. Cool. Sie ist ein gutes Spiel, was nicht in den Augen wehtut. Wo? Ich weiß nicht, wovon du redest. Oh ja, das Spiel bisher ist fucking fantastisch. Oh nein, okay, das geht nicht. Ist doch Pokémon oder nicht? Ja, natürlich, sieht man doch. Sieht man nicht hier, wie ich mit meinen Sandarmen durch die Gegend laufe? Okay, jetzt muss ich das und dann muss ich damit da hoch. Ich kann einfach springen. What is this? Komplette Side Area. Really? Ich bin zu blöd, einen Button zu drücken. Beziehungsweise lass ich mich so sagen. Ich habe B gedrückt, aber das Xbox B. Poor Kirby. Du findest dieses kleine rosa Pokémon echt nice? Ja, ich finde auch, Pipi ist eine super Besetzung für die Hauptrolle. Besonders mit diesem Bohrer auf dem Schädel. Hummeluff? Hummeluff ist out. Okay, das war close. Mir fehlt einmal Möwenshit. Ich habe nicht alle Dings gedödelt. Okay. Ja, ich habe nur 2 von 3 Seevögeln. Erreiche die Insel der Schätze. Ha. Irgendwas habe ich vollkommen übersehen. Buddledee. Dieser entzückende Bewohner vom Planet Pop strandet bereits vor Kirby in der neuen Welt, bedroht von einigen Bestien, die sie gefangen nahm und in ihr Essen stahlen. Waren die Aussichten anfangs nicht rosig, doch Kirby half, ihre Stadt wieder aufzubauen und ein neues Leben zu beginnen. Dieses Logo gehört einst dem Autohändler Holein Custom Autos, Teil der Holein GmbH. Holein war auch im Industrievertrieb und im Bauwesen tätig und stellte alles mögliche her. Gebäudestraßen, Fahrgeschäfte, wo Holein draufsteckt, steckt Qualitätin bzw. steckte Präteritum. Wirklich. Wir machen deutsche Grammatikwitze. Keiner. Oh boy. Wir machen Puns, wir machen Grammatikwitze, was kommt als nächstes? Oh Gott, was ist diese Insel? Oh, die ist wahrscheinlich für den Bohrer, ne? Yep. Anscheinend wurde ein neues Gebäude in der Stadt festgestellt. Was? Auf zur Stadt.
Weißt du, ich meine, das Game sieht besser aus als Pokémon und es lädt schneller als Pokémon. What the fuck? 60 Waddel, die hier geritten hast, haben das Waddel die Kaffee wieder aufgebaut. Weltliche Leckereien ist wohl... Warum habe ich einen Kaffee? Was ich mit dir? Du kannst nun Waddel die Kaffee Aushilfe gesucht spielen. Sei flink und... Okay. Okay. Minigames. Did somebody say Minigames? Was ist denn hier oben? Look at this guy. Jetzt da immer in der Stadt, wo man zurückkommt, kommt wieder ein bisschen Leben in das Örtchen. Die anderen Waddles haben mir gesagt, dass sie deine Hilfe wirklich zu schätzen wissen. Und auch ich helfe gern. Ja, ja, das ist Koop-Shit. What is this? Money? Oh, hell yeah. Okay, das ist einfach ein zweiter Eingang in mein Haus. Nein, wir müssen Neckerchen machen. Was hiermit? Ne, wir gucken uns erst, was hiermit ist. Willkommen im Waddle Café, dem wohl gemütlichsten Bistro der Stadt. Weil die Stadt hat nur ein Bistro. Hier kannst du dir ein Häppchen gönnen und deine KP wiederherstellen. Bei uns findest du die leckersten Sachen. Würdest du gerne etwas zu knabbern für unterwegs? Selbstverständlich kannst du dir auch etwas zum Mitnehmen bestellen. Deine Snacks steht dir in Abschnitten aus sogenannten Vorratsitems zur Verfügung, das den brenzlichen Situationen helfen kann. Denk aber daran, dass du immer nur ein einziges Vorratsitem ausrüsten kannst. Was darf sein? Ich hätte gern einen Kirby Burger. Ein Kirby Burger? Yes. Möchtest du gleich zum Mitnehmen? In Ordnung, dann gebe ich dir eine Bestellung. Halte X gedrückt, um es zu verzehren. Okay, cool. Was ist hiermit? Hey Kirby, hast du einen Moment Zeit? Jetzt, da das Waddle die Café eröffnet wurde und mit noch ein paar fleißige Hilfskräfte. Du kannst dich nicht zufällig für kleinen Nebenjob in der Gastronomie begeistern. Let's try this. Leichter Job. What is all of this? Oh boy. Wähle das richtige Item. Achte auf die Essenswünsche der Kunden und wähle dann das passende Item aus. Falls die Kundenzufriedenheit zu sehr heißt, ist Game Over. Pünktlich zur Essenszeit erhöht sich die Geschwindigkeit. Serviere das Zeug. Okay. Cool. Oh boy, what? Panic, panic. Okay. Keine falsche Bestellung. Bestellung in Folge 30. 89% Kundenzufriedenheit. Wieso nur 89? Hä? Wer ist denn hier nicht zufrieden? Die Typen, die da rumstanden und irgendwie, ich weiß doch nicht, was ich haben will. God fucking dammit. Na cool, das ist für Star, für Punkte. Rasanter Job und wilder Job wurden freigeschaltet. Ja stimmt, das war erst easy. Let's see how bad this gets. Oh Gott.
Gott, leck mich doch. das ist ein Energy Drink. Das ist ein Burger. Eine Tomate. Dude, das ist so unfair. Das ist so fucking unfair. Okay, let's go. Ups. Oh nein, der wütende Mob hat sich verteilt. Okay, das ist actually knackig. Ich glaube, das ist das erste Mal in meinem Leben, dass ich in einem Spiel Depressed Kirby gesehen habe. Weißt du, Kirby sieht so aus wie, ne? Harter Arbeitstag. Der will einfach nur nach Hause ins Bett. Der hat keinen Bock mehr. He's fucking done. He's so fucking done. Okay, aber weißt du was? Ich missbrauche den Screen jetzt einfach. Und gehe eben BRB.